Ja, hallo StarFox hier, jetzt müssen wir uns mal ganz kurz Apex Legends Mobile ansehen. Ja, es ist noch nicht released, es ist in der Closed Beta in ein paar ausgewählten Regionen, aber was ich bis jetzt gesehen habe, macht mich stutzig, was denn eigentlich die Entwickler des Hauptspiels so treiben, denn wenn ich mir hier mal die Firing Range im Mobile Game ansehe, dann bin ich fast schon schockiert mit dieser Steinzeit-Version der Firing Range, die wir im Hauptspiel haben. Also wir haben hier in der Mobile-Version die Möglichkeit, verschiedene Modi auszuwählen. Wir können die Dummies einstellen. Wir haben unendlich Munition in den Waffen. Wir können den Schwierigkeitsgrad eben einstellen von den Dummies. Wir können hier 1 gegen 1 spielen. Wir können im 1 gegen 1 verschiedene Regeln festlegen. Und ansonsten gibt es auch noch viele nette kleine Details, die diese Mobile Firing Range einfach so viel besser machen als wie die Firing Range im Hauptspiel. Und ja, also das muss einfach im Hauptspiel jetzt kommen, das muss umgesetzt werden, ansonsten das ist einfach nur noch lächerlich. Also es ist möglich, die Mobile Entwickler haben es vorgemacht und die müssen das eben jetzt unbedingt ins Hauptspiel integrieren. Mich würde euch jetzt unbedingt eure Meinung dazu interessieren, schreibt mir einen Kommentar, wie ihr das hier so jetzt eben so findet, was ihr hier von der Mobile Version jetzt gesehen habt von mir. Und damit ist jetzt noch nicht mal Schluss, denn in der Mobile-Version gibt es sogar einen Team-Deathmatch-Modus. Ja, richtig gehört, im normalen Apex, keine Ahnung wann das kommt, wird es irgendwann mal kommen. Es wurde nie gesehen, ein paar Mal, ja, hat es ein paar natürlich gegeben, aber nichts genaueres. Und die Mobile-Version einfach mal klatscht hier einfach ein Team-Deathmatch raus. Das Ganze funktioniert auch richtig geil, wie es, also laut den Videos, funktioniert es wirklich gut. Man spielt 5 gegen 5 Team Deathmatch, man kann sofort wieder respawnen, man hat eben ja einen Kill-Counter, den man jetzt eben erreichen muss, um das Spiel zu gewinnen. Die Gesundheit und die Schilde regenerieren sich ganz langsam, man hat unendlich Syringes und unendlich Schildzellen, hat man aber eh kaum Zeit, die einzusetzen, und man kann die Waffen wechseln zwischen den Respawns, und ja, es sieht einfach richtig spaßig aus, und ich frage mich einfach, warum respawn? Warum ist das nicht im Hauptspiel drinnen? Das kann es ja wohl bitte nicht sein. Dann habe ich auch noch dieses Bild hier gefunden und das ist auch aus der Apex Mobile Version. Alter, warum geht das nicht im Hauptspiel? Ihr könnt hier eine Waffe auswählen. Ihr seht hier ganz genau, wie viel Schaden die Waffe macht auf Kopf, Body und Leg. Ihr seht hier das Rückstoßverhalten. Ihr seht, wie die Waffe verziehen wird, wenn ihr die Waffe feuert. Ihr seht die ganzen genauen Statistiken dieser Waffe. Einen Mobility-Wert, Hipfire Accuracy, alles was hier eben aufgelistet ist. Und warum? Warum ist das nicht im Hauptspiel drinnen? Es ist so geil. Das kann doch nicht so schwer sein und es bringt so viel. Also, Alter, keine Ahnung warum. Es regt mich einfach ein bisschen auf und ich möchte dazu jetzt auch unbedingt eure Meinung wissen. Was denkt ihr, wenn ihr das seht? Mobile-Version versus Apex Legends, normale PC-Konsolen-Version, und die haben da einfach so geile Sachen drin, was die Entwickler in die normale Version einfach nicht reinpacken oder noch nicht reingepackt haben. Ich hoffe ja, es wird bald kommen. Hoffentlich kommt mit Season 11 hier einiges von diesen Zeugs auch eben ins Hauptspiel rein und ich würde es mir auf alle Fälle wünschen. Und damit bin ich wieder raus. Lasst mir auch gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Like, sprengt mal den Like-Button und wir sehen uns dann. Ciao, euer StarFox.